Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Risen 2 Dark Waters. Ja, wir sind, ich glaube auf dem, wie heißen die, Sturminseln? Sturminsel, ne? Zusammen mit Stahlbart und Patty erkunden wir hier ein bisschen das Landesinnere und haben hier einen feinen Turm entdeckt, den gleich mal Stahlbart zu seinem Unterschlupf ernannt hat. Jawohl. Natürlich wird er ein bisschen beschützt, aber zusammen mit der Powerfrau Patty und ihrem Papilein, den Stahlbart, war das kein Problem für uns. Gut, wir sind gerade ein bisschen dabei, Smalltalk zu machen mit dem guten Stahlbart und ich würde sagen, wir machen gleich weiter damit. Und zwar, was erwartet uns bei der Inquisition? Was erwartet uns bei der Inquisition? Die Stadt Puerto Isabella liegt im Süden, an der Küste. Die Protektoren werden die Stadtmauern bewachen und Patrouillen werden das Umland erkunden. Wenn wir dahin wollen, folgen wir also der Küste. Ganz genau. Doch wir müssen vorsichtig sein. Und du meinst, die helfen uns gegen Crow? Warum vorsichtig? Worauf sollen wir achten? Ich würde sagen mal das Obere zuerst. Und du meinst, die helfen uns gegen Crow? Der Feind meines Feindes ist mein Freund. Wir müssen sie nur davon überzeugen, mit uns zusammenzuarbeiten. Sie sind brillante Scharfschützen, mein Junge. Von ihnen könntest du den Umgang mit Schusswaffen erlernen. Ein gut ausgebildeter Schütze ist ein gefürchteter und mächtiger Gegner. Ja, das wäre auch nicht schlecht, die Idee, ehrlich gesagt. Habe ich schon mal erwähnt, dass ich Stahlbart mag? Die Figur? Der Sprecher ist auch ein Hammer, also auf mich wirkt Stahlbart sehr sympathisch. So ein richtig netter Schwiegerpapi, oder? Lass uns Crows Schiff bei der Inquisition suchen. Ich würde sagen, machen wir das mal. Lass uns Crows Schiff bei der Inquisition suchen. Wie du willst. Ich werde dir zeigen, wie man nach Puerto Isabella kommt. Oh. Sag Bescheid, wenn du soweit bist. Ich hab's verkehrt gemacht, oder? Ich bin bereit. Es kann losgehen. Ich bin bereit. Es kann losgehen. Auf nach Puerto Isabella. Hier entlang. Oh, da ich das verkehrt gemacht, glaube ich. Was ist denn das? Rum! Nein. Ich will noch zuerst schauen. Grog nehmen wir mit. Los, komm schon. Kerzenleuchte nehmen wir mit. Ich glaube, jetzt habe ich was verkehrt gemacht, ne? Oh. Rohes Geflügel, Bier, Käse, rohes Fleisch, alles Proviant für uns. Ein Pokal zum Verkaufen. Das werden wir alles brauchen, keine Frage. Was haben wir hier noch Schönes? Erfolg. Piratenturm gefunden. Patronenbeutel, sauber. Endlich wieder mehr Schuss. Da haben wir noch sowas. Ich würde sagen, den Truthahn lasse ich den mal. Vielleicht legen die beiden ja ein paar Eier oder so. Gibt es eigentlich Truthahn-Eier? Ich habe noch nie Truthahn-Eier gegessen. Ist das so wie ein Hühnchen-Ei? Ich habe keine Ahnung. So, kann man... Nach wie vor kann man hier nicht draus trinken, ne? Nein. Nee. So, da haben wir auch was. Schau mal, eine Kiste. Und die können wir sogar knacken. Bravo. Grog und Proviant. Wegen dem bisschen... Ja. Ich habe jetzt echt mit was Besonderem gerechnet. Das Besondere ist bestimmt dann dort zu finden. Ich gehe mich mal kurz hinlegen. Bis zum nächsten Morgen. Was? Oh, aufstehen. Ja. Ja, genau. So, und speichern. So, speichern auf dem 6. Spielstand hier. Speichern. Ja, habe ich eigentlich schon 7. Mal gemacht. Ich habe nur Reserve, ne? So, mehr war da nicht. So, hier haben wir nichts mehr. Da ist auch nichts mehr. Auf geht's. Ja, Stahlbart steht mal draußen die ganze Nacht, weil wir gepennt haben. Bleib hinter mir. Was haben wir hier noch Schönes? Eine Geisterlilie. Auf geht's. Ja, ich sammle nur nebenbei ein. Weißt du, was wir haben? Hammer. Auf sie, den Krall! Krallen, Ende! Muss ich aufpassen? Wow. Ich wollte nur sagen... Schau dir das an. Hallo, hörst du auf? Ich... Nein. Ich will looten. Danke. Ich
wollte nur sagen, ich muss vielleicht vorsichtshalber dafür sorgen, dass wir auch mit Schaden machen auf die Viecher. Weil der Stahlbart uns jetzt führt, ist er ja streng gesehen nicht mehr im Team. Streng gesehen. Also zumindest war sowas meistens bei Gothic der Fall. Und da wäre es jetzt echt mordsschade, wenn wir die Erfahrungspunkte nicht bekommen würden. Bleib hinter mir! Entschuldigt bitte vielmals, dass ich die Geschichte da mit den Eingeborenen nicht gemacht habe, gelesen habe, getan habe. Ein Wahnsinnsschreiner! Hetty, die macht schon mit. Aber ich glaube, das ist ein Stahlbad. Jawohl! Hoppala, Entschuldigung. Zum Glück kann man die Verbündeten nicht mehr schlagen, nicht mehr hauen. Das ist echt super. Freut mich wirklich sehr. So. Das war nämlich schon mal anders. Wo geht's denn da eigentlich hin? Ich renn einfach mal irgendwo hin. Ich hoffe, da ist keine Falle. Ich habe nämlich gerade hier diese Würgeranke entdeckt. Die hat mir sehr gut gefallen. Die will ich mitnehmen. Ich sollte vielleicht speichern, bevor ich hier irgendwo in den Falle steige und daran elendlich verrecke. Ja, dann sind wir doch ein Stück gelaufen. Das wäre nicht so schön. So, gelernt. Jawohl. Ich bin ein bisschen nervös, weil hier auf der Insel gibt es nämlich Krokodile. Und die sind sehr beißwütig. Auf geht's! Jo, auf geht's. Ja, da! Guck dir die Scheiße an! Da geht's schon los! Was ist los? Ah, Feuervögel! Ich hasse diese Biester! Die sind verdammt hartnäckig! Ach, komm schon! Die schaffen wir! Ach, komm schon! Die schaffen wir! Ah, wir kommen eh nicht drum herum! Wir müssen über die Brücke. Also schön zusammenbleiben und keine Heldentaten. Klar? Los geht's. Jawohl. Feuervogeljagd. Sehr schön. Zusammen packen wir das. Natürlich. Oh. Ja, ich muss ein Stück laufen. Oh, der hat gesessen. Ich wüsste mal was. So, ja, das ist schon besser. Ich sauf den ganzen Block. Ich hoffe, ich bin bald mal rum oder so. Traut für uns. Jawohl. Das ist schon mal. Dab. Jawohl, der hat gesessen. Hoppala. Da kommt jetzt das Feuervogel. Sauber. Nö. Der mit dem Flügel. Sauber. Ui, da haben wir noch eine Schädelblüte. So, Herr Stahlbart. Ach, Feuervögel. Ich hasse diese Biester. Okay. Die Feuervögel sind erledigt. Wir können weiter. Die Feuervögel sind erledigt. Wir können weiter. Ja, nichts wie weg hier. So, lala. Halt. Ein Wulfermo. Sehr gut. Bleib hinter mir. Jawohl. Vielleicht haben wir noch Glück und ich kann das mit den Geborenen noch irgendwie fixen. Drüben im Westen. Siehst du das? Den Weg sollten wir meiden. Da sind mit Sicherheit schon die ersten Vorposten der Inquisition. Wir bleiben besser auf Kurs und gehen an der Küste entlang. Komm schnell. Wir gehen weiter. Jawohl. Da ist aber ein Warzenschwein. Zwei sogar. Alter, aua. Jawohl, da ist schon der Stahlpart. Jawohl. Ah, das kannst du laut sagen.
Ei. Ich muss sagen, Ei. Ei, das kannst du laut sagen. So, hier lang, jawohl. Auf geht's! Bei passender Gelegenheit muss ich dann auch mal Fleisch braten. Wir haben schon recht viel. So, hier wird's jetzt schwierig. Ja? Warum? Es gibt hier zwei Wege zur Stadt. Doch weiß ich nicht mehr genau, welcher davon zum Nordtor der Stadt führt. Wir können weiter nach Süden oder durch diese Hülle da drüben. Aber die würde ich nur ungerne durchqueren. Warum? Was stimmt nicht mit der Höhle? Da gibt es Ratten. Und ich hasse Ratten. Stell dich nicht so an. Wir gehen durch die Höhle. Wir folgen weiter der Küste. Du bist der Führer. Entscheide du. Ja, ich würde sagen, machen wir so. Du bist der Führer. Entscheide du. In Ordnung. Dann gehen wir weiter die Küste entlang. Komm mit. Hier lang. Alles klar. Wir hätten die Höhle wählen sollen. Da waren sicher schwerere Gegner. Bleib hinter mir. Ja. Los jetzt. Na, Äffchen. Ja, so geht's auch. Ja, das können sie. So ein bisschen Proviant gleich noch essen. So. Ein bisschen Bacon. Maki-Beere. Yam, yam, yam. Tap, 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 tap. Hui, ein Goldklee. Nehmen wir auch mit. Vielleicht kann ich ja irgendwie... Ja. Siehst du? Ja. Es ist nicht mehr weit. Wir müssen nur noch über diese Brücke. Na dann los. Okay. Ich hoffe nur, dass Patty uns noch länger erhalten bleibt. Ich möchte gern dann mit ihrer Hilfe ein bisschen noch hier die Insel erkunden, bei passender Gelegenheit. Los, komm schon. Ja. Jawohl, geht ja. Los geht's. Gibt Schlimmeres. So, den Goldklee nehmen wir auch mit. Auf geht's. Auf geht's. Ahoi. Ahoi, Brause. Halt, ein Feuervögelchen. Eben, sauber, geht auch. Au. Au, au, au. Gut gemacht. Geht ja. So, her mit dem Geflügel. Da haben wir noch eine Schädelblüte. So, es kommt schon. Ja, ja. Mann. Ich helfe. Schau mal, da unten. Da haben wir noch was. Ja. Boah, Patty! Wo schießt der Depp hin? Ich bin da, sorry. Oh, au, au, au! Ich bin da aus Versehen. Au, au. Jawohl, so machen wir das. Ich bin da aus Versehen etwas falsch gestanden. Au. Auf geht's. Verdammt. Das Schiff, das dort vor Anker liegt, ist nicht Crow's Schiff. Ha, sieht so aus, als müsstest du alleine weiter. Warum? Wenn mich die Protektoren in die Finger kriegen, würden sie mich einbuchten. Dich allerdings kennt hier keine Sau. Also geh in die Stadt und versuche sie zu überreden, uns zu helfen. Gut, wenn du etwas in Erfahrung gebracht hast, dann berichte mir davon. Ich gehe zurück ins Lager und kümmere mich um ein Rumpfässchen. Bis später. Ja, ja. Wo will er hin? Er geht zurück ins Lager. Zu seinem Rumpfass. Sehr gut. Das ist vielleicht die Gelegenheit, auf die ich die ganze Zeit gewartet habe. Hä? Nö. Mein Vater wird wahrscheinlich das ganze Fass alleine austrinken. Anzunehmen. Und weiter? Wenn er richtig schön blau ist, wird er immer so redselig. So erfahren wir vielleicht, auf welcher Insel er seinen Schatz versteckt hat. Verstehe. Du willst also auch zurück ins Lager. Das schaffst du auch ohne mich. Sei vorsichtig und komm heil zurück, mein kleiner Held. Bis später. Ja, ja. Ja, ja. Schön ein bisschen Honig ums Maul schmieren. Der alte Depp wird das schon richten. Na, ja, ja. Na gut, Prinzessin. Dann
Sehen wir uns später. Hoffe ich doch. So, jetzt möchte ich aber nur Interesse halber mal auf die Karte schauen. Seekarte, ich und Seekarte. Ja, natürlich, warte, so. Du besitzt keine Karte der Region. Ah ja, stimmt. Wenn wir dann die Karte haben, können wir auch schnell reisen. War das so? Ich glaube, ja. Um Gottes Willen. Dann schauen wir mal, ob ich hier irgendwo ein Bettchen anfinde. Ich bin nämlich leicht, aber nur ganz leicht angeschlagen. Jo. So. Gehen wir noch ein bisschen was einsammeln. Auch hier eine Maki-Beere. Ich traue mich gar nicht zu schauen, wie es mit Proviant ausschaut. Ich habe das gar nicht... Wir haben noch... Oh, 96. Okay. Okay, ist nicht schlimm. Ich konnte das bisschen schon verknuspern. Hallöchen, halt. Mein Freund. Das ist Puerto Isabella, Stadt der Inquisition, unter dem Befehl von Kommandant Sebastiano. Ich schätze, dann bin ich hier genau richtig. Ein Moment, Pirat. Was willst du in der Stadt? Ich suche Hilfe für den Kampf gegen Captain Crow. Ich habe gehört, bei euch gibt's guten Rum. Das obere. Ich suche Hilfe für den Kampf gegen Captain Crow. Was denn? Ein Mann alleine will sich gegen Captain Crow stellen? Na, deshalb suche ich ja Hilfe. Das sagst du. Aber vielleicht hat Captain Crow dich geschickt, um die Stadt auszuspionieren. Oder du machst gemeinsame Sache mit den Wilden. Und nachher bin ich es, der den Ärger kriegt, weil ich dich in die Stadt gelassen habe. Ich bin nicht hier, um Ärger zu machen. Das ist auch der einzige Grund, warum ich dich reinlasse. Das und weil du mir 100 Goldstücke zahlen wirst. Warum soll ich dich bezahlen? Weil du ein Pirat bist. Das alleine reicht schon, um dich nicht reinzulassen. Betrachte das Gold als eine Bestätigung deiner guten Absichten. Ich habe keine 100 Gold. Was denn? Die Inquisition ist bestechlich? Haben wir das? Ich bin noch nicht gut genug. Ah, bitter. Ich habe keine 100 Gold. Ein Pirat ohne Gold? Das ist ja wie Bier ohne Schaum. Mach, dass du wegkommst. Und komm erst wieder, wenn du das Gold hast. Ich probiere jetzt was. Warte mal ganz kurz, bitte. Wir haben doch... Darf ich nicht vergessen, das umzurüsten. Warte mal, Charakter, Talente. Wie schaut's aus? Silberzunge. Ja, schau dir das mal an. Pass auf, pass auf, pass auf, pass auf. Was haben wir da? Kugelsicher. Haben wir hier zufällig was mit... Na, gerade hier nicht. Warte, warte. Beim Ohrring haben wir Silberzunge. Plus 5. Da muss ich hier ganz, ganz kurz, blöderweise, den Ring umtun in Silberzunge 5. Da, warte, warte, warte. Schmutziger Dix, der ist auch nicht schlecht, der Rubinring. Nochmal kurz so. Ich probiere jetzt was. Ich hoffe, ich habe es nicht versaut. Habe ich jetzt was versaut? Na, Ring ist drin, ne? Was? Alles gut. So, probier mal was. Das ist jetzt nah genug. Ja. Na, echt, das geht nimmer. Wenn du mich nicht reinlässt, mache ich dir Ärger. Och, wie gemein. Ich will aber nicht gegen ihn kämpfen. Dann zahl mal. Hier ist dein Gold. Na schön. Mann. Ganz dran. Am besten, du meldest dich gleich bei Kommandant Sebastian. Aber ich warne dich. Lass deine Waffen stecken und deine Finger bei dir. Sonst noch was? Willkommen in Puerto Isabella. Danke. Ach Mensch, das ist jetzt echt dumm gelaufen. Das ist jetzt echt blöd gelaufen. Was soll ich machen? Schade, ich dachte, das klappt noch. Ich werde trotzdem den Meisterschüler wieder reintun. Für das bisschen mehr Ruhm, das wir kriegen tun. So, und speichern wir auch nicht schlecht. Da habt ihr vollkommen recht. So, automatisch, automatisch. Hier, da und speichern. Und ja, ach schade. Ich habe echt gedacht, das würde klappen. Naja, was soll's. Nicht traurig sein. Das wäre aber auch scheiße. Hey, du siehst aus, als hättest du Durst. Ja, ich komm gleich. Ich hau mal mach kurz das mit. Nicht. So, bis zum nächsten Morgenpen. Jetzt ist schon viel besser. Und jetzt ist es, als wenn ein Gewitter kommen würde, ne? Naja. Servus, Sophia. Ich hab mich schon gefragt, wer du bist. Hier sieht man selten neue Gesichter. Ich bin Pirat, Herzchen. Ich bin neu hier. Und mit wem habe ich die Ehre?
Probieren wir mal. Und mit wem habe ich die Ehre? Ein Mann mit Manieren? Das ist hier draußen in der Tat sehr selten. Ich bin Sophia. Es ist mir ein ausgesprochenes Vergnügen, deine Bekanntschaft zu machen. Oh, cool, oder? Hast du was Ausständiges zu trinken? Anständiges zu trinken. Warum bist du hierher gekommen? Was Anständiges zu trinken? Fangen wir mal so, oder? Hast du was Anständiges zu trinken? Deshalb bin ich hier. Bei mir muss niemand durstig bleiben. Wenn du einen Grog brauchst, bist du bei mir richtig. Von dem kann ich nicht genug haben. Was hast du noch zu bieten außer Grog? Was hast du noch zu bieten außer Grog? Sieh es dir in Ruhe an. Wir können tauschen, wenn du willst. Hier draußen kann ich alles gebrauchen. Und für besondere Schätze zahle ich dir gutes Gold. Klingt ja schon mal ganz gut. Wenn du willst, zeige ich dir ein paar Tricks, die dich hier draußen länger überleben lassen. Sage ich auch nicht, nein. Welche besonderen Schätze gibt es hier? Die alten Tempel sind voller Gold und Jade. Statuen, Idole, Masken. Wer mutig genug ist, danach zu suchen, der kann sehr reich werden. Oder dabei draufgehen. Wenn du Interesse daran hast, ein paar Goldstücke zu verdienen, dann hätte ich was für dich. Ist auch nicht gefährlich. Okay. Willst du mir ein Geschäft anbieten? Jeder hier ist scharf auf ein gutes Geschäft. Und der Rotwein hat sich als begehrtes Tauschmittel erwiesen. Das Lagerhaus wurde anfangs nicht gut bewacht. Und der Wein war schnell weg. Was hat das mit mir zu tun? Fast jeder hat noch irgendwo eine Flasche gebunkert. Wenn du was findest, ich bezahle gut dafür. Was sagst du? Ja, wie viele Flaschen brauchst du denn, Hübsche? 5 sollten genügen. Aber ich nehme dir alles ab, was du findest. Ich schau mal, was ich auftreiben kann. Gut, ich bin die ganze Zeit hier. Und wenn du mal jemanden suchst, findest du ihn wahrscheinlich bei mir. Okay. Warum bist du hierher gekommen? Mir blieb keine Wahl. Das alte Reich liegt in Trümmern. Über kurz oder lang müssen alle Caldera verlassen. Also sind Miguel und ich zusammen mit dem ersten Schiff hergesegelt. Erzähl mir von hier. Aborea ist groß und vor allem nicht zerstört. Hier in der Schwertküste gibt es alles, was wir zum Überleben brauchen. Natürlich ist es nicht ungefährlich, aber die Inquisition ist wachsam. Ich habe noch Fragen über die Schwertkünste. Ja? Schwertküste. Warum nennt man dieses Stück Land Schwertküste? Ach so, Schwertküste sind wir, Entschuldigung. Nicht Sturminseln, Schwertküste, Entschuldigung vielmals. Vielleicht sind dann die Sturminseln unser nächstes Ziel. Es tut mir sehr, sehr leid. Oder wir können selber mal dahin fahren, wenn wir eine Seekarte haben. Tut mir leid, ich habe mich vertan. Warum nennt man dieses Stück Land Schwertküste? Frag mich nicht. Wahrscheinlich ist das so ein Männerding. Männerding? Ja, vermutlich wurde sie doch von einem Mann entdeckt. Er hat ihr dann diesen gefährlich klingenden Namen gegeben. Das machen Männer doch immer so. Vielleicht schaut die Insel aus wie ein Schwert. Könnte ja auch sein. Oder müsste Italien Stiefel heißen. Naja, warum wurde diese Küste nicht zerstört? Ich weiß es nicht. Aber auch wenn sie nicht zerstört ist, ist es hier nicht ungefährlich. Die Protektoren sind auf der Hut und laufen sogar Patrouille. Okay. Was weißt du über die Gefahren? Davon gibt's hier nicht wenige. Nicht nur die Tiere, Affen und Jaguare. Irgendwo im Landesinneren leben die Shaganumbi. Es sind Wilde, die nicht mit uns handeln wollen. Aber ihr lasst sie für euch arbeiten. Gefangene. Sie haben uns mehr als einmal angegriffen. Na dann, Bring mir was bei. Was willst du denn lernen? Das sehen wir gleich, ob's was gibt. Jo, Leute einschüchtern, Schmerztöterwirkung erhöhen. Lass mal da mal. Fast verdrückt. Lass uns handeln. Gut. Fesches Mädel. Schwarzes Kopftuch. Ja, und das ist momentan gar nicht so schlecht. Was haben wir denn da? Alter Mantel. Dieser Mantel hat schon bessere Tage gesehen. Das ist ja krass, wenn man denkt, unsere Piratenklamotten, ne, sind schon schlechter als dieser alte Mantel hier, ne? Krasses Pferd. Einschüchtern +2. Ah, dafür haben wir Silberzunge. Na, Silberzunge gefällt mir schon besser. Einschüchtern +, ich will so viel es geht mit Silberzunge haben, ehrlich gesagt. Aber
darf ich jetzt so viel Geld ausgeben? Die Stiefel hier, ne? Gute Halbstiefel, die würden Silberzunge plus 2 geben. Plus 5 wäre gut. Ah, hier, schau, gute Schuhe plus 3. Rubinring haben wir schon. Funkelnder Ring. Goldring brauchen wir eigentlich nicht. Grog wäre super, wenn wir kaufen täten tun. Ich habe nur noch 3. Ich kaufe 2 Stück. Okay. Wie schaut es mit Ruhm aus? Da haben wir 8. Da kaufe ich gar nichts. Abbrechen. Schaufelhammer, Spitzhacke, Hammer, Schatzkarte. Diese Karte zeigt einen Schatz am Strand von Puerto Isabella. Ganz ehrlich, den würde ich gerne mitnehmen. Ja, neue Quest bekommen. Sehr gut. Knochensäge haben wir ja. Es wäre halt echt schön, wenn man mal den Viechern das Fell oder so abziehen könnte. Aber das wird nichts werden wahrscheinlich. So. Was hätten wir denn? Blunder. Schauen wir mal, ob wir Blunder zum Verkaufen hätten. Krallen zum Beispiel wieder, ne? Sicheln. Für Voodoo, genau. Jadestein. 25. Da. 125. Idol. 500. Wow. Rezept für Bloody Mary. Das haben wir schon. Idol. Ja, bist du gescheit, ne? Dieses Idol hier, dieses... Jade, das ist ja echt was wert. Krass. Aber das werden wir noch behalten tun für uns. Ich würde sagen, das lassen wir mal so. Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zurück. Entschuldigt bitte, das Spiel hat sich aufgehängt, als wir mit Sophia gehandelt haben. Ich mache das nochmal. Entschuldigt bitte. So, was hatten... Haben wir was gekauft? Wir haben nur die Schatzkarte, hatten wir, ne? Und 2 Stück... Grog hatten wir, ne? So, mehr war auch nicht, ne? Den Rest brauchten wir nicht, gut. So, entschuldigt bitte vielmals. So, wir haben jetzt insgesamt 2 oder 3 Quests bekommen, ne? 4 Minuten haben wir noch und die möchte ich gerne voll machen für den Part. Ich hoffe, ich mache keine Überlänge. Oder zumindest nicht zu schwer, nicht zu viel. So, wir haben Schwertküste. Wo ist Crows Schiff? Der rote Wein, der Schatz am Strand von Puerto Isabella. Auf meiner Karte kann ich den Aufenthaltsort des Schatzes sehen. Seekarte, gibt es denn hier? Ah, jetzt haben wir auf einmal eine... Ach so, wenn wir die Schatzkarte haben. Das ist gut. Siehst du, wir können da schön hin und her hüpfen schon mal. Also zum Piratenturm und hierhin. Das ist echt super. Aber wo ist hier der Schatz? Da bin ich, ja, schon klar. Logbuch. Auf meiner Karte kann ich den Aufenthaltsort des Schatzes sehen. Ich habe nur hier so einen Wisch. Ich bin wahrscheinlich blind, das wird es eher sein. Oder wieder mal auf der falschen Karte. Passiert mir sonst eigentlich nie. Ah, wie schön. Naja, Blunder. Vielleicht ist es hier dabei. Freundlich, ne, Blunder. Nein, ich glaube nicht. Benutzbar eher schon. Na. Dann würde ich sagen, lassen wir mal. Vielleicht finde ich ihn per Zufall an. Ansonsten... da echt? Achso, okay. Ich wollte es nur mal probieren. Aber hier müsste doch eigentlich... Ja. Werden wir schon rausfinden. Wird schon irgendwann hinhauen. So, was wollte ich sagen? Ich hätte kurz schauen sollen, wie spät schon ist. ich habe vergessen nachzuschauen, aber ich denke, 4 Minuten werden wir bald haben. Wir haben geruht, wir sind gesund. Ach ja, ich depp, questmäßig. Habe ich jetzt schon alles angeschaut, was questmäßig war. Legendäre Gegenstände, da hat sich eh nichts getan. Titanwaffe hat auch nichts getan. Wo ist Crows Schiff? Stahlbart will, dass ich herausfinde, wo sich Crows Schiff befindet. Der rote Wein. Sophia braucht 5 Flaschen roten Wein. Die sollte ich in Puerto Isabella finden. Lassen können. Der Schatz am Strand von Puerto Dingsbums, von Puerto Isabella. Ja, passt. Also, das heißt, wir gehen Wein suchen.
vielleicht finden wir ihn ja auf dem Weg irgendwo mal an, so ein Fläschchen. Wahrscheinlich eher im Lagerraum, im besagten, aber man weiß ja nicht, ne? Kanone? Nicht grundlos. Okay. Ich dachte schon, man kann so ein bisschen ballern. Einfach nur so just for fun. Na gut, was haben wir da drüber noch? Warte, ist hier irgendwas Besonderes? Vielleicht hier eine Flasche Wein, die ein besorgter Wachmann versteckt hat? Na, nix. Nix dergleichen. Dann wird es schon wahrscheinlich wohl oder übel im Lagerraum sein und wir werden eines Nachts oder vielleicht sogar im nächsten Part uns da reinschleichen tun. Nicht niesen, bitte. Aha, da brauchen wir mehr. Okay. Da brauchen wir mehr. Wir brauchen mehr. Okay. Vielleicht, schmutzige Tricks haben wir, glaube ich, sogar, ne? Da müsste das klappen. Werden wir im nächsten Part machen. Ich beende jetzt mal ganz sauber und ordentlich. Ohne, dass sich das Spiel aufhängt, hoffentlich. Und dann können wir ja im nächsten Part die Kiste dort drüben klauen. Also ausrauben. Ihr Lieben, das war's wieder für heute. Ich bedanke mich wieder von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!